Boah, Digga, wie geil! Also, ich bin beeindruckt. Ich bin übertriebener Fan. Ganz, ganz, ganz verrückt. Ganz verrückt. Oh, Digga, wie nice! Nein, no way! No way! Massiver Progress hier im Podcast. Ich würde ganz kurz gerne in Pogwarts reinjumpen und einfach mal ein bisschen Progress zeigen, den wir wohl hier haben, neuerdings. Ich kann mich leider gerade nicht mit meinem Elytras bewegen, weil, Ich hab keine mehr dann. Los sie an. Alter, Matt. Ja, die gebe ich dir gerne. Das heißt, ich muss kurz laufen. Ich wollte nur ganz kurz mal mit euch reinschauen, was es bei Pog was Neues gibt, weil Castcraft da eben gesagt hat, es gibt eine Menge neue Sachen. Schauen wir mal ganz kurz rein und dann gehen wir gleich mal in Rast rein. Und morgen werden wir wahrscheinlich einen ausgiebigen Minecraft/Pogwarts-Stream haben, wo wir nochmal eine Menge bauen werden. Cast hat extrem reingehauen. Okay, Leute, dann schauen wir mal ganz kurz rein, was es hier dann so Neues zu erblicken gibt. Sau lost, dass ich mich jetzt hier so drüber bauen muss, weil ich keine Elytren mehr habe. So ist das halt, Digga. So ist das dann. Überlebe ich das? Achtung, ich bin Basti GRG, habt ihr das gesehen? Was für ein krankes Play. Das Haus hier ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall jetzt hier fertig. Die Backstube ist doch schon immer fertig gewesen, oder? War hier nicht auch irgendwie was neu noch? Das Haus hier ist neu, glaube ich, oder? Was haben wir hier? Was ist das? Ja, das ist eine Bar. Die ist neu, oder? Das ist eine Bar. Das ist geil. Das fühle ich doch sehr. Okay, wir haben auf jeden Fall eine neue Bar hier. Was ist das hier? Warum liegt da der Kopf von irgendeinem drauf? Okay, bisschen weirdes Ding. Aber ganz nice. Würde ich mir 10 von 10 an reinsaufen. Gefällt mir. I like, I like, I like. Mhm. So, dann gehen wir mal weiter. Hatte Rotpilz nicht noch ein neues Haus gebaut oder war das der? War das das Haus von Rotpilz? Was ist das? Ach, das ist von Rotpilz. Ach, das ist genau das gewesen. Okay, schau hinter das Haus. Dann machen wir das mal, Leute. Oha, Digga, guck mal hier. Einfach der jonglierende Boss. Wie geil. Was sind das für Items? Wie nice. Oh nein, der klaute mir das Geld. Der klaute mir das Geld. Hier ist ein Hütchenspieler. Hä, wie geil. What the fuck? Das ist eine Goldfabrik. Ah, okay. Oh, okay, okay. Okay, die Diebesgilde. Oh, Digga, wie geil. Holy shit, Rotpilz, wie nice. Das ist aber insane. Das sind Diebe, ja. Eine Clubhausgeschichte. Ja, ja, klar. Das ist ziemlich sick. Das gefällt mir sehr gut. Die Decke ist ja mal insane. Oh, Junge, check mal. Stark, Alter. Sehr, 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 sehr geil. Geh zum Crafting Table. Wo ist die Goldfabrik? Wie kommen wir da hin? Okay, das will ich mir gerne mal reinziehen. Und da Pogwarts ist die Goldfabrik. Also im hinteren Teil oder wie? Im hinteren Teil der Stadt? Okay, dann gehen wir da mal hin. Mega stark, Rotpilz. Mega stark. Ich habe auch übertrieben Bock, hier morgen wieder rein zu grinden, to be honest. Morgen will ich hier auf jeden Fall wieder reinbauen. Das sehe ich doch auf jeden Fall. Die Stadt fühlt sich wirklich geil. In der Kaserne gibt es auch wohl noch eine Menge neue Sachen. Der Schmied hier von Kunga hat auch echt Progress gemacht. Der ist auf jeden Fall auch ein bisschen weitergekommen. Na, hier müssen wir auf jeden Fall noch die Mauer hinbauen, die so eingetreten ist. Das kommt ja dann noch, ne? Das können wir morgen eigentlich mal machen, oder? Aus dem Tor raus und in den Berg runter. Also ein Höhleneingang. Okay, dann gehen wir da. Dann schauen wir erstmal das hier an. Dann schauen wir uns doch das doch erstmal. Dann gehen wir erstmal zur Goldfabrik, checken die mal aus. Das ist sehr nice, dass ihr hier Bescheid wisst, Leute. Das ist immer krass, wenn man so ein paar Tage weg ist, was hier schon wieder passiert ist. Das finde ich geil, dass die alle noch weiter bauen, obwohl ich gerade ein bisschen rustsüchtig bin. Finde ich das doch sehr, sehr nice und löblich. Ja, das ist doch dann. Das müsste doch dann das Ding sein, ne? Oh, Junge, da oben Vives Haus. Das müssen wir morgen auch mal fertig bauen. Mashallah. Was haben wir hier? Ist das die Goldfabrik? Ist das die Goldfabrik oder wie? Hier entsteht die Goldfabrik. Und die funktioniert? Oder was? Oder macht die nichts? Also, wer baut die? Macht die irgendwas? Ach, die schiebt das so umher. Oha. Wie krass. Okay, das hat Joecraft dann gebaut, ne? Geil. Geiles Ding. I like. I like, I like, I like. Sehr, sehr nice. Stark. Ja, hier ist unser Tunnel. Den kennen wir bereits schon. Dann haben wir hier noch, klar, auch eine Sache, die Rotpilz gebaut hat. Mega OP. Also wirklich sehr, sehr krass. Haben wir schon alles gesehen hier. Den Drachen mit der unglaublich fetten Höhle. Der ist wirklich auch geisteskrank nice. Okay, also die Höhlenlandschaft hier unten steht also auch langsam. Gefällt mir. Okay, pass auf. Dann gehen wir mal ganz kurz illegalerweise hier in den Kanal rein und checken mal kurz hier aus, Alter. Massiver Progress hier in Pogwarts. Massivst geil. Okay. Und Crocodile Andy hat sich Gedanken gemacht um die Form des Schlosses, wie ich sehe. Okay, also. Lasst uns kurz philosophieren und ergründen, was wir hier sehen. Wir sehen hier ein Schloss mit einem Hauptschiff, also ein Haupttor. Dann haben wir hier eine Eingangshalle. Dann haben wir hier die große Halle, wie in Hogwarts, ja. Okay, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann ist hier der Rosengarten, I like. Ah, man sieht sogar, was das hier alles ist. Das hat er alles betitelt. Wie nice. Der Treppenturm wohl, ja, mit einer Gondeltreppe, mit einer so einer Spiraltreppe, Wendeltreppe. Wendeltreppe, Alter. Eine Therme hier unten. Ja, massiv geil. Eine Schwimmhalle. Approved. Absolut approved. Es gibt eine Zeichnung dazu. Ist die im Discord? Ja. Holy shit, Leute. Alter. Gefällt mir. Und hier der Gang zum Magierturm. Wie krass. Also, ich bin beeindruckt. Ich bin übertriebener Fan. Das ist wirklich insane. Das ist wirklich insane. Das ist Zuckerguss. Zucker, 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 Digga. Wir haben hier vorne das Torhaus.
Aha. Direkt im Anschluss wollen wir einen Treppenturm. Mhm. Dann kommt hier die Eingangshalle. Ja. Direkt dahinter kommt die große Halle. Ja. Mit obendrauf, würde ich sagen, Wohngemächern. Ja. Den Turm hier hinten, den kleinen, weiß ich noch nicht ganz, was da so, was man ja. da machen kann. Irgendwas wird man da schon machen können. Ja. Und dann haben wir noch den großen Turm hinten. Erst Treppenturm und oben wahrscheinlich dann der große Turm könnte für mich noch was größer. Eine kleine Brücke rüber zu den Geil. Gemächern machen. Hier Aha. außen, da gibt es nochmal einen kleinen Gartenbereich. Muss ich mir auch nochmal schauen, wie man den machen kann. Ich könnte mir vorstellen, mit so einem Wandelgang irgendwie. Sagt man alle bei Kroko rein. Idee wie in Klöstern in sich geschlossen. Das heißt so viel wie... Geil, so ein Innenhof. Also da gibt es hier so einen Teil so ein in der Mitte, so ein Innenhof, der ist offen und hier außenrum gibt... Ich weiß absolut, was er meint. Also Kroko ist wirklich ein Tier. Ganz, ganz, ganz verrückt. Ganz verrückt. Okay, Kaserne. Hat sich wohl auch irgendwie noch was getan, Leute. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Hier vorne stehen ja unsere Kollegen, die quasi ein bisschen am Fighten sind und so. Das haben wir schon alles gesehen. Der Innenbereich hier ist soweit auch echt schön geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier hängen überall jetzt die Lampen von der Decke. Das finde ich sehr geil. Was haben wir hier vorne? Oh, hier ist Admirals Office. I see. Okay, hier ist dann quasi der General. Geile Kombi hier, Digga. Schönes Bett hier. Und das natürlich klar. Wenn Krieg ist, wird die Glocke geläutet. Absolut geil. Hier müsste noch so eine große Karte drin sein irgendwie, ne? Oder vielleicht hier so eine große Karte? Oder warte mal, war nicht irgendwie oben was? Ja, ne? Ah, hier, Leute. Hier. Eine große Stadtkarte, wo hier geplant wird. Finde ich sehr, sehr geil. Oh, Digga, wie nice. Guck mal hier. Alter, die sind am Bankdrücken? Nein. Nein, no way. No way. Leute, checkt ihr das? Warum hat der Admiral seine Hose nicht an? Ich weiß nicht. Das ist insane mit dem Spiegel hier. Das ist ja wirklich verrückt. Das ist ja unglaublich geil gemacht. Digga, also das ist ja kein echter Spiegel. Das ist einfach nur nochmal nachgebaut, ne? Oha, okay. Stegi und Sintika hier drinnen, komplett naked. Hier ist ein Schwamm mit einem Stock. Alter, wie geil. Und hier bin ich und guck mich gerade im Spiegel an. Wie nice. Insane. Handtücher haben wir hier auch. Die beiden sitzen da komplett nackt drinne. Junge, Junge, Junge. Also das hier, das ist wirklich insane. Und auch die Klimmzugstange hier. Sehr, sehr geil. Castcrafter hier am Boxen. Eine kleine Boxbirne hier oben. Bing, 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 bing. Insane. Insane. Die Schlafgemächer hier. Super, super geil. Jetzt müsst ihr noch so ein paar Waffenstände eigentlich hin, ne? Okay, hier oben müssen wir mal den Turm noch bauen. Da hatte Cast später noch, wollte ich eigentlich noch mit Cast noch machen. Das können wir morgen gerne machen, Heiko, wenn du Bock hast. Der macht Klimmzüge. Oh mein Gott, Digga. Ja, okay, I check. Okay, gehen wir nochmal runter. Hat sich unten auch noch was getan? Ich glaube nicht, oder? Ne, unten, das kennen wir bereits schon. Hier haben wir Vive hängen, komplett naked. Ganz weirdes Ding. Vive in dieser Folterkammer. Hier ist dieses andere Ding. Und hier ist jetzt erstmal nichts. Hier wollten wir noch den Gang rausmachen, genau. Der Fluchtgang. Ist das der schon? Achso, ja, okay. Der Geheimgang hier, ja, das stimmt. Da geht's dann hier raus, oder wie? Oder wie ist das? Oder was sagt ihr? Das neue Haus haben wir schon. Das neue Haus haben wir schon gesehen. Achso, ja, hier geht's dann, hier könnte man dann auch raus. Okay, geil. Sehr, also wirklich, sehr, sehr starker Progress. Ich hätte gedacht, ich war jetzt ungefähr 4 Tage, bis ich kein Crafting mehr gespielt, aber es hat sich doch nur einiges getan. Ich würde sagen, das schreit ja förmlich dazu, dass wir morgen auf jeden Fall nochmal, oder dann, wenn ihr das Video seht, heute, ich hatte gerade gedacht, ich hätte Elytra, habe ich leider nicht, nochmal definitiv reinschauen in die Olga und im Stream heute nochmal ein bisschen was grinden in Pogwarts. Schaltet dann auf jeden Fall den Stream ein und dann schauen wir uns morgen. Aber den Rest am Morgen haben wir dann auf jeden Fall hoffentlich auch unsere Elytren wieder. Und all in all, Leute, ganz nices Ding. Proud of my team, proud of the guys. Sorry for being not there. Aber ich musste Rust spielen. Und ja, wir sehen uns dann im Stream. Ciao, Leute. Tschüss.